erzählen wir über erstmal einen tollen Auftritt der Ärzte gestern in den Tagesthemen. Normalerweise kann man es ja auch nicht irgendwie erwarten von Musikbands, dass sie sich geradewegs in Nachrichtensendungen aufhalten, außer es geht um sie selbst und sie haben natürlich etwas Wichtiges zu verkünden. Das hatten die Ärzte auch dementsprechend gestern, denn mit der Kulturbranche läuft es geradewegs nicht so. Und im Chat wurde sich ja auch schon dermaßen darüber aufgeregt, über das Ganze, dass man natürlich auch sagen muss, wie steht es eigentlich um der Kulturbranche? Nämlich ziemlich schlecht. Es gab ja diesen Appell Alarmstufe Rot unter anderem und man hat auch nach Alternativen natürlich gesucht. Entweder haben Musiker angefangen auf Twitch zu streamen, irgendwelche Videospiele, oder man hat wirklich andere Konzepte genommen und sie dann etwas anders natürlich durchgewurstet, könnte man sagen, also coronamäßig angepasst. Die Ärzte hingegen, die nun gestern ja auch bei den Tagesthemen einerseits natürlich das beste Intro aller Zeiten natürlich gebracht haben, haben auch entsprechend ein Interview natürlich geführt mit Ingo Zamperoni. Und dort haben die Berliner nämlich an die Politik appelliert, in der Corona-Krise die Kulturbranche nicht zu vergessen. Klar, wie es jetzt gerade im Chat abging, das habe ich eigentlich noch nicht so richtig gesagt. Es geht nämlich gar nicht. Also abging tut es, aber der Kulturbranche wird von der Politik gar nicht geholfen. Die Menschen, die in der Musikszene arbeiten, würden in Zeiten von Corona ignoriert, sagte Farin Urlaub, der Sänger der Band. Und sie hatte ja, wie gesagt, gestern die Tagesthemen mit einem wirklich interessanten Intro eröffnet. Das könnt ihr im Übrigen auf Twitter auf dem offiziellen Tagesthemen-Account sehen, aber natürlich auch auf vielen anderen Seiten. Auch im Discord von DERCHO.TV im Übrigen, da könnt ihr es euch gerne auch nochmal angucken. Und dabei falle auch zu wenig auf, dass Kultur nicht nur kommerzielle, erfolgreiche Bandmusiker wie sie selbst brauche. Nee, es geht ja nicht nur die Kulturbranche oder die Musikbranche auch an sich, ne, oder sagen wir es mal so, halt die Unterhaltungsbranche, die lebt ja halt nicht nur davon, dass derjenige, der uns unterhält, ja quasi nur die Kohle verdient, sondern auch die, die dahinter stehen. In der Kulturbranche unter anderem der ganze Unterbau, nämlich die Clubbetreiber, die Roadies natürlich, Technik- und Aufbauhelfer, aber auch kleinere Bands, die keinen Plattenvertrag haben, also die kein Geld quasi verdienen und es dementsprechend noch mehr irgendwie tun müssen, um sich zeigen zu müssen. Und das sind natürlich dann auch Konzerte beziehungsweise irgendwelche Shows natürlich oder irgendwie sowas, wo sie auftreten können. Durch Corona alles nicht möglich. Und Bela B., der Schlagzeuger der Ärzte, berichtete auch, dass wegen der fehlenden Auftrittsmöglichkeiten in der Corona-Krise viele dieser Menschen auch seit Monaten überhaupt nicht arbeiten könnten. Hier und da natürlich schon, zum Beispiel halt Konzerte, wo man dann quasi wie im Autokino sitzt, also im Auto und man hört sich die Musik an, oder halt natürlich das Ganze wird gestreamt auf Twitch, auf YouTube oder auf eigenen Plattformen, dass dann die Webseite dafür umgebaut wird. Da gab es schon sehr, sehr viele darüber, aber das spielt für die Band oder für die Bands an sich auch als Überbrückungsmöglichkeit in der Corona-Krise auch keine Rolle, denn es geht ja auch um die Leute, die das dahinter natürlich machen. Und das passt nicht zu uns, unser Publikum muss sich aneinanderreiben, so Bela B. in dem Interview. Kann ich auch natürlich verstehen, weil ein Konzert ist es ja besser, eher vor Ort halt mitzuerleben, anstatt vom Livestream. Und das ist halt schon etwas heftiger, als dementsprechend als wenn man das jetzt so sagen müsste, ja, im Livestream, das läuft dann doch sehr gut. Im Übrigen kann man auch nochmal sagen, dass dieser Auftritt von den Ärzten nicht nur, glaube ich, beim Interview, sondern vor allem nämlich für das Intro gestern am Freitagabend sehr viel Zuspruch bekommen hat. Ich kann es auch noch verstehen, im Chat wurde auch geschrieben, warum man das nicht nehmen kann. Im Übrigen, man muss das auch immer nochmal sagen, für die, die es sehr gut hinhören, und das tue ich bei solchen Nachrichtenintros, weil ich liebe solche Nachrichtenintros, die Tagesthemen- und Tagesschau-Intros sind unterschiedlich. Ja, wer sie sich genauer mal angehört hat, in der normalen Version, nicht in der Ärzte-Version, sie ist komplett unterschiedlich und mal gucken, vielleicht kann man das machen, aber ich glaube, das würde nicht geradewegs bei den Stammzuschauern ankommen, weil man sich dann irgendwie denkt, soll das etwa jetzt ein Scherz sein oder so. Viele haben sich gestern wahrscheinlich auch gedacht, aber es ist halt nur eine einmalige Aktion gewesen, natürlich klar, weil man so auch da natürlich aufmerksam machen wollte. Die Ärzte selbst sind natürlich auch von der Corona-Krise getroffen, ihre geplante Tournee mussten sie auf 2021 verschieben und Farin Urlaub sagte dazu auch, wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass solange Corona das
dass solange Corona so wütet wie jetzt gerade, die Art von Konzerten, die wir spielen, einfach nicht möglich sind. Wie Konzepte dann natürlich aussehen können, das steht eigentlich auch immer noch nicht fest. Da muss man auch noch mal schauen, aber dennoch für kleinere Bands, die halt nicht so bekannt sind, wie die Ärzte zum Beispiel oder halt auch Clubbetreiber oder für Techniker, die das Ganze dann auch natürlich vorbereiten, arrangieren und so. Das ist für sie schlimmer als natürlich für eine große Band wie die Ärzte, die ja durchgehend Geld verdienen, weil halt irgendwie durch Lizenzen irgendwie, sei es Spotify oder so, da muss ja natürlich, ne, und so, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, oder halt natürlich durch Albumkäufe. Das neue Album der Ärzte ist ja jetzt auch schon draußen, um das mal kurz zu erwähnen. Aber geradewegs die, die wirklich nichts haben, ne, also sprich, die wirklich davon verdienen, dass etwas stattfindet mit einer Band und das leider wegen Corona nicht stattfinden kann, die gucken dumm aus der Wäsche. Und da tut die Politik derzeit Bagel nichts. Und jetzt auf einmal tut man so in Berlin, als würde man sich um die Kulturbranche kümmern. Und da will die Bundesregierung anscheinend, ich will jetzt hier nicht ein Bashing betreiben. Klar, natürlich, man muss es kritisch hinterfragen. Ich hoffe, das wird auch natürlich nicht nur von mir kritisch hinterfragt, sondern von vielen anderen. Und geradewegs auch nicht nur von den Betroffenen, die natürlich darauf hoffen, auch von der Regierung Geld zu bekommen, um natürlich nicht nur zu sagen, hey, das soll nicht nur für 2 Monate oder so lang, sondern natürlich für einen längeren Zeitraum. Und das muss, und dann müssen diejenigen, geradewegs unser Wirtschaftsminister mit seinen dicken, fetten Hintern, sollte sich da mal den Arsch aufreißen und da mal mehr für die Kulturbranche tun. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist leider so. Und das will er auch natürlich. Der Funke Mediengruppe hat Altmaier nämlich erklärt, Peter Altmaier von der CDU, hat er nämlich erklärt, dass die Veraltungsbranche, ja, so veraltet ist er auch schon, die Veranstaltungsbranche verstärkt unter die Arme greifen zu wollen. Die Frage stellt sich aber gerade, warum erst jetzt? Warum 6 bzw. 7 Monate seit Ausbruch dieser Pandemie. 7 Monate erst. Wir wissen selbst nicht, wie es danach aussieht. Und es kann natürlich wirklich, und das befürchten die Ärzte auch, zu langfristigen Schäden in der Kulturbranche kommen. Dass viele Konzerte, dass viele Clubs nicht mehr möglich sind, weil das Geld fehlt. Clubs müssen schließen, weil sie kein Geld mehr haben. Ne? Konzertveranstalter, weil sie machen dicht, weil sie kein Geld mehr haben. Genau auch wie zum Beispiel bei der Messe, bei den Messen. Ne? Die ganzen Messen gehen digital. Jetzt gerade an diesem Wochenende die Spiele digital, die jetzt stattfindet, vor allem auch auf Twitch, YouTube und so. Aber auch natürlich die Gamescom und so. Und die ganzen Messebetreiber, die schauen auch dumm aus der Röhre. Vielleicht hofft man auf nächstes Jahr, wenn ein Impfstoff da ist. Aber man darf auch natürlich jetzt nicht unbedingt auf einen Impfstoff hoffen, sondern man muss auch sehen, wie das Ganze jetzt auch entsprechend abläuft und wie das Ganze funktioniert. Und da muss man schauen, wie es laufen sollte. Man will nun, so sagte das auch Altmaier, eine von mehreren Maßnahmen, die derzeit bis zum Jahresende laufende Überbrückungskredite auch verlängern. Aber ob das wirklich klappen wird, naja, das werden wir sehen. Und natürlich, man kann auch einen anderen Appell auch noch machen. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Und wenn geradewegs die Politiker, die ja angeblich viel versprechen und helfen wollen, es nicht tun, dann sollte man seine Stimme nicht nur bei Demonstrationen oder halt für Freiheit, Frieden und Demokratie erheben, sondern dann auch nächstes Jahr im September oder im Oktober zur Bundestagswahl gehen, wenn möglich. Und wenn, dann auch natürlich für richtige Parteien. Klar, der ein oder andere wird die oder die Partei sagen, ja, da bin ich einfach mal still. Wie sonst auch eigentlich immer, wenn es hier rumgeht. Deswegen da auch mal ein Appell, weil klar ist es, andere können natürlich, die in der Unterhaltungsbranche an sich sind, zum Beispiel einer wie Kaya Jana, er streamt seit 7 Monaten auf Twitch. Natürlich tritt er jetzt auch wieder ab und zu mal auf, aber dennoch, er streamt auch auf Twitch, ist eine bessere Einnahmequelle. Erkan und Stefan, die sind aus der Versenkung wieder da, streamen auch auf Twitch. Martin Kesici streamt auch auf Twitch. Was haben wir noch? Und ein paar andere natürlich, ne, hier Angelcamp mit Sido unter anderem, ne, und es ist halt natürlich so, wir müssen sehen, was da natürlich passiert, und klar, wir müssen dann einfach den Druck der Politik erhöhen und sagen, Corona muss man auch wirtschaftlich ziemlich ernst nehmen, nimmt natürlich die Politiker ernst, aber in einer ganz anderen Sache, nämlich bei Reiseunternehmen, die eigentlich, sagen wir mal, seit 7 Monaten nichts verkaufen können, aber bei der Musikbranche oder auch bei der Unterhaltungsbranche an sich oder der Kulturbranche an sich einfach weggucken, das geht nicht.